Ostdorf im Westen Hamburgs befindet sich die Kinder- und Jugendwohngruppe Blomkamp, direkt neben einer Polizeistation. 11 Jugendliche wohnen in dieser Wohngruppe. Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind, und deutsche Jugendliche. Wie sieht ihr Zusammenleben aus? Wo gibt es Probleme? Und wie schaffen es die jungen Flüchtlinge, sich hier ganz allein ein neues Leben aufzubauen? Auf diese Fragen suche ich Antworten. Hallo. Komm rein. Guten Abend. Judith. Mein ist mein Name. Dankeschön. Ich bin eingeladen, das Leben junger Flüchtlinge in Deutschland persönlich kennenzulernen. Hallo. Hallo. Freut mich. Ole. Hallo, Ole. Ihr sitzt jetzt hier so nett zusammen. Wie heißt ihr und woher kommt ihr? Also, ich bin Sami. Ich komme aus Irak. Irak. Sami aus dem Irak. Ich bin fast seit 3 Jahren hier in Deutschland. Mhm. Ich bin Ersan und ich bin seit 3 Jahren in Deutschland und ich komme aus Afghanistan. Mhm. Und du? Ich heiße Mahmoud. Ich komme aus Ägypten. Und wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre alt. 12 Jahre alt, ja. Mhm. Seid ihr alle alleine nach Deutschland gekommen oder mit Brüdern, Schwestern, Freunden? Also ich bin ganz alleine hier in Deutschland gekommen. Ganz alleine, ja. Tatsächlich? Ja. Also ich bin auch alleine nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ich war zusammen bei meinen Eltern. Meine Eltern und ich habe meine Eltern in der Türkei verloren. Seit vor 3 Jahren. Ach, du hast sie auf der Flucht verloren, die Eltern? Ja, genau. In der Türkei. Und ihr habt euch seitdem nicht wiederfinden können? Nein. Und du noch? Ich habe 3 Cousinen. Mit 3 Cousinen? Ja. Ach, okay, jetzt, ihr seid zu viert ja. Gekommen. Okay, aber ohne die Eltern. Ja. Ja. Mhm. Die jungen Flüchtlinge sind allein in einem fremden Land. Ihre Heimat haben sie verlassen, weil ihr Leben bedroht war oder weil sie dort keine Zukunft hatten. Und hast du hier denn neue Freunde gefunden, die es dir ein bisschen leichter machen, jetzt hier alleine zu sein in Deutschland? Ja, wir sind doch eine Familie hier. Ja. Keiner von uns hat seine Familie hier, deswegen sollen wir uns gegenseitig helfen. Wenn er ein Problem hat, kommt zu mir und wenn ich auch ein Problem habe, dann gehst du ihm. Es muss so sein, sonst schaffen wir es nicht. Und bitteschön. Schön. Danke. Und hier, mein Lieblingsbuch. Persisch-Deutsch. Ah. Wörterbuch, ja. Wirrwarr, Darham Barhami. Och, Wirrwarr. Der Hambarhami, genau. Der Hambarhami. Ja, genau. Sehr gut. Integration, gibt es auch das Wort? Ja. Suchst du es mal? Kannst du mir auch helfen? Ja. Hier. I-M-N, wo ist das? Integrieren heißt Edram Shodan, Edram Kardan. Was tust du dazu, um dich zu integrieren hier in Deutschland? Ach. Das kannst du gerne auf Deutsch sagen. Ja, das kann gerne. Ich dir nicht folgen. Ja. Wenn man sich integrieren will, soll man mit den Leuten, die im Land wohnen, die Inländer sozusagen, immer Kontakt haben und nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben, rumsitzen. Und man soll einfach versuchen, ja, das, wieder komme ich zu dem Wort, integrieren. Mhm. Ein Teil der Gesellschaft zu werden. Ein Teil der Gesellschaft zu werden, genau. In dieser Wohngruppe in Hamburg-Ostdorf leben 9 Flüchtlinge und 2 deutsche Jugendliche, die ohne ihre Eltern aufwachsen. 2 Pädagogen betreuen die jungen Bewohner rund um die Uhr. Damit gilt die Einrichtung, die vom Grone-Netzwerk betrieben wird, als vorbildlich. Alle Flüchtlingskinder, die hier wohnen, waren vorher in einer sogenannten Erstversorgungseinrichtung untergebracht. Ich bin verabredet mit einem der dortigen Betreuer. Er heißt Rohin Ashufta und kam selbst als Flüchtling nach Deutschland. Seine Eltern flohen mit ihm aus Afghanistan, als er 8 Jahre alt war. Er hat ein Studium als Medien- und Informationsfachmann abgeschlossen und studiert nun berufsbegleitend auch noch Sozialpädagogik. Ich glaube, Esan ist oben, den überraschen wir jetzt mal, ja? Okay, gerne. Okay? Okay. Gut. Der 18-jährige Esan kam vor 3 Jahren ebenfalls aus Afghanistan nach Deutschland.
Rohina Schufter war für ihn in Hamburg der erste Ansprechpartner. Wenn die Jungs wie Esan ankommen in dieser Erstversorgungseinrichtung, in welchem Zustand triffst du sie an? Wie geht es ihnen? Was haben sie für Ängste, Gedanken, Sorgen? Wir erklären ihnen, dass sie in Sicherheit sind. Wir versuchen, sie aufzulockern, indem wir ihnen mal Fragen stellen, die normalerweise seit langem nicht mehr gestellt worden sind. Wie geht es dir? Vermisst du jemanden? Können wir was für dich tun? Sachen, die nicht möglich waren unterwegs, wo es immer ging, nächste Grenze, weiter und so. Was antworten die Jungs auf die Frage, wie geht es dir? Die sagen gut. Die sagen, mir geht's gut. Ja. Die sind verschlossen. Genau. Also das heißt, sie haben eine Fassade des, es ist alles in Ordnung und innen drin sieht es vielleicht anders aus? Oder? Sie haben die Gefühle abgeschaltet und müssen es erstmal wieder lernen, rauszulassen, weil das hat sie geschützt auf der ganzen Flucht. Wie war das bei dir? War das auch so, dass du Gefühle erstmal gar nicht zulassen konntest? Ja, oder? Genau so. Genau so wie Ruin sagt. Jedes Mal, wenn die Besucher da gefragt haben, ja, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut, mir geht es super. Obwohl es gar nicht so war. Dazu muss man sagen, die kommen aus einem Kulturkreis, wo man als Mann nicht so viel über Gefühle redet und dann als Kriegsflüchtling sowieso immer sehr stark sein muss und auf der Flucht mit Gleichgesinnten zu tun hat, denen man keine Schwäche zeigt, weil das einen angreifbar macht. Mohammed war 16, als er nach Deutschland kam. In Algerien hatte eine Terrorgruppe gedroht, ihn zu töten, wenn er sich ihr nicht anschließe. Sein Vater entschied, dass Mohammed fliehen müsse. Als er dann ganz allein in Hamburg ankam, kannte er niemanden und sprach kein Wort Deutsch. Dann besorgte ihm ein Betreuer der Wohngruppe ein Probetraining beim FC St. Pauli. Seitdem spielt er in der vierten Mannschaft. Wie war das für euch, als Mohammed zum ersten Mal zum Training gekommen ist? Wie habt ihr ihn aufgenommen? Wie habt ihr ihn erlebt? Bezogen jetzt auf die menschliche Seite? Ja, auf die menschliche Seite. Aha. Also ich musste nur gerade dran denken, das ist am Anfang gar nicht so wichtig, weil es geht am Anfang erstmal über das Fußballerische. Es ist völlig egal, was für eine Person da ankommt. Es ist auch egal, was für eine Sprache er spricht. Ich kann mich noch erinnern, wie das bei David war vor ein paar Jahren. David ist in die Mannschaft gekommen, konnte kein Wort Deutsch. Und ich bin der Meinung, er hat hier über die Mannschaft sogar Deutsch gelernt. Woher kommst du, David? Ich komme aus Mexiko. Aus Mexiko? Ja, okay. Und es ist dann am Anfang auch egal, weil es gibt so zwei Persönlichkeiten. Es gibt, glaube ich, so eine. Den Mensch an sich und es gibt aber auch so einen fußballerischen Charakter oder so. Und den merkt man halt über das Spiel und dafür braucht man auch keine Sprache oder so. Mohammed hat nicht nur Fußball, sondern auch Deutsch gelernt. In wenigen Wochen steht sein Realschulabschluss an. Der ist wichtig für seine Zukunft in Deutschland. Sein größter Traum wäre ein Aufstieg zum Profifußballer. Und wenn das nicht klappt mit dem Fußball-Profispieler, was wäre dein zweiter Berufswunsch? Weiß ich nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, was soll ich machen. So Ausbildung oder so. Jetzt weiß ich nicht. Gibt's nichts, wofür dein Herz schlagen würde? Nee, kann ich das nicht hier sagen. Doch, unbedingt. Doch, das wollen wir jetzt hören. Nein. Es gibt was. Nee. Komm. Ich kann das nicht. Bitte. Mich interessiert es jetzt aber auch. Wir erzählen es auch nicht weiter. Ja, wir sagen ja. Ja, genau. Bleibt unter uns. Vielleicht so Polizist. Ja, ist doch okay. Darf man auch bei dem Verein nicht sagen. Polizist werden. Was er sich im Umfeld vom FC St. Pauli gar nicht zu sagen traut, ist ein relativ typischer Traum für junge Flüchtlinge, wie ich noch erfahren werde. Allerdings nicht mehr an diesem Abend. Am nächsten Morgen begleite ich den 16-jährigen Sami in die Gewerbeschule. Sami musste vor 3 Jahren aus dem Irak fliehen, weil er zur verfolgten religiösen Minderheit der Jesiden gehört. Als sein Dorf von Terroristen zerstört wurde, schickten ihn seine Eltern auf die Flucht. Wir schauen mal, dass ich zuerst von euch wieder die Handys einsammle und dann fangen wir an mit dem Unterricht. Du hast schon heute mal dort was. Danke. Das ist die offizielle Formelsammlung, mit der wir arbeiten werden. Bei einem Zylinder, die Grundfläche, Sami, was ist das? Das ist Kreis. Richtig, das ist ein Kreis.
Dafür brauche ich also die Flächenformel vom Kreis. Das ist Pi mal R Quadrat. Und dann brauche ich noch, wie lang oder welche Höhe hat so ein Zylinder. Und das ist dann die Höhe. Der Lehrer Hinrich Reumann bereitet seine Klasse auf den Hauptschulabschluss vor. Ich frage ihn, wie sich die vielen Nationalitäten auf das Leistungsniveau seiner Schüler auswirken. Hier in dieser Klasse, in der Sami unterrichtet wird, haben wir es nur mit jugendlichen Migrantinnen und Migranten zu tun. Aber ich habe in anderen Klassen auch unterrichtet und ich habe gesehen, dass dort nicht das Niveau dadurch gesunken ist. Ich glaube, dass die ausländischen Schüler eine Bereicherung für so eine gemischte Klasse sind, weil sie doch sehr viel eben aus ihrem kulturellen Background mitbringen, einbringen in so eine Klasse. In Samis Klasse sind 20 Schüler aus 10 Nationen. Alle gehen friedlich und respektvoll miteinander um. Gemeinsam haben die Schüler einen Regelkatalog aufgestellt, den sie immer wieder besprechen. So ganz einfache Regeln, dass keiner von uns Waffen tragen soll oder mit Waffen zur Schule kommen soll. Und dazu gehört auch ein Messer und so. Das ist selbstverständlich, das wisst ihr auch. Und da reagieren wir auch sehr, sehr streng. Keine Waffen im Unterricht. Was so selbstverständlich klingt, ist offenbar nicht selbstverständlich. Denn am Vortag ist es an einer anderen Schule in Hamburg zu einer tödlichen Messerstecherei zwischen zwei jungen Afghanen gekommen. Was ist die Ursache dieser Gewalt? Ich will nachfragen, zunächst bei Betreuer Ruhin Ashufta, der ja selbst aus Afghanistan stammt. Diese Jugendlichen, muss man sich vorstellen, haben einen langen Leidensweg hinter sich. Die sind traumatisiert durch die Flucht und traumatisiert durch den Verlust der Familie oder der Verlassen der Familie. Das heißt, sie haben eine Wut in sich, der man nur die Tür öffnen muss. Dafür braucht es keinen großartigen Grund. Sie sind bereits wütend und diese Wut lassen sie dann an dieser Person. In diesem Fall hat der ein Junge es an dem anderen ausgelassen. Was sagst du dann Menschen, die sagen, dann kommt ja mit den Flüchtlingen auch Gewalt nach Deutschland? Wenn das Potenzial da ist und nur angetriggert werden muss. Es stimmt nur teilweise. Diese Gewalt, darüber wissen die Jungs, sind sich selbst bewusst. Sie versuchen daran zu arbeiten. Tatsächlich wird in der Flüchtlingsbetreuung dieses Problem bereits angegangen. Wir haben Psychologen, die spezialisiert sind auf Flüchtlingstraumata. Und man erklärt ihnen, dass diese Wut eine normale Reaktion ist. Und genauso wie sie gekommen ist, kann sie auch wieder gehen, wenn man daran arbeitet. Und das machen die Psychologen auch in der Flüchtlingsbetreuung. Was denken die Jugendlichen in der Wohngruppe über die Gewalttat? Ich frage Ehsan, der wie Täter und Opfer ebenfalls aus Afghanistan kommt. Ich meine, ihr seid ja auch auf engstem Raum aus ganz vielen verschiedenen Regionen. Viele sind traumatisiert, viele haben Krieg erlebt, haben Gewalt erlebt. Wie geht ihr hier mit Konflikten um, untereinander? Es gibt, glaube ich, einen deutschen Spruch, der sagt, ja, Gewalt ist keine Lösung. Mhm. Das habe ich oft gehört und das benutze ich auch oft selber. Ja, Konflikte soll man nicht immer, keine Ahnung, niemals sogar mit Streit lösen. Man kann sprechen und so, wie sagt man schon, wie zivilisierte Menschen so Konflikte lösen. Das kann man, wenn man es will. Wenn so etwas passiert wie mit dem afghanischen Jungen, der jetzt zu Tode gekommen ist nach der Messerstecherei, ärgert dich das, weil das natürlich auch Vorurteilen jetzt wieder neues Futter gibt? Das Vorurteil nämlich, dass mit Flüchtlingen auch Gewalt ins Land kommt? Ja, das nervt mich. Ja, wie du schon gesagt hast, wieder Vorurteile. Und die Leute denken wieder schon, dass die Afghanen sowas machen. Und von einer anderen Seite ärgert mich, dass die beiden Jugendlichen das gemacht haben. Sie verursachen diese Verurteile. Das machen die. Und ich will zu denen sagen, bitte mach das nicht. Sonst diese Verurteile werden immer mehr und mehr und mehr. Wir wollen doch alles nicht. Keine Ausländer, keine Afghanen, keine will das. Wir wollen hier zufrieden leben. Mit Frieden meine ich leben. Auch Sami wünscht sich, in Frieden zu leben, ohne Verfolgung. Er möchte wie Mohammed Polizist werden. Nicht ungewöhnlich, erklärt mir Ruhin Ashufta.
tatsächlich kommen sie ja aus unsicheren Verhältnissen und die Jugendlichen wünschen sich Sicherheit. Dann wollen sie quasi selbst dafür sorgen. Oder ihr Vater oder Onkel war im Militär, hatte mit der Regierung zu tun und wurde deswegen unter Druck gesetzt und sie trotzen dem damit. Ich begleite Sami zur benachbarten Polizeistation. Dort will er sich einen ersten Eindruck von seinem Traumberuf verschaffen. Schönen guten Tag. Hallo, schönen Tag. Ja, ich habe gehört, Sie interessieren sich für die Polizei. Genau. Ja, sind wir der Nachbarn, da wollen wir heute mal eine Ausnahme machen. Dann zeige ich Ihnen mal die Heiligen Hallen hier, des Polizeikommissars 26, damit Sie sich so ein bisschen vorstellen können, was Sie zukünftig vielleicht mal als Polizeibeamte alles machen können. Alles klar. So, das ist dann doppelt gesichert. Und dann machen wir mal zu zweit. Zwei Kollegen natürlich aus Sicherheitsgründen. Und wenn dann die Durchsuchung stattgefunden hat, würde dann die Person bis dann so lange in der Zelle ihre Zeit verbringen. Erdrückend, keine Fenster und so. Ne? Das ist wirklich ein unangenehmes Gefühl. Ne? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig und das muss man kennen. Das gehört leider auch zum Beruf dazu. Ist nicht die schöne Seite, aber es gehört dazu. Kannst du dir das vorstellen, Sami? Den Randalierereien-Tür zu? Weiß ich dann so. Ja. Man wächst mit seinen Aufgaben. Man gewöhnt sich daran. Auch durchsuchen ist auch eine unangenehme Geschichte, jemand anders abzutasten nach gefährlichen Gegenständen. Aber das gehört einfach dazu. Welche Voraussetzungen müsste Sami mitbringen, um hier tatsächlich Polizist zu werden? Das erklärt ihm Derya Yildirim, Einstellungsberaterin bei der Hamburger Polizei. Sie müssen fleißig sein und ich sage Ihnen auch gleich, in welchen Fächern. Deutsch, Mathe. Okay. Jetzt, das war noch nicht alles, er guckt schon ganz grell. Gute Noten. Englisch, Sport, okay. Geschichte und Politik. Sie dürfen in diesen Fächern, also eine ausreichende Note reicht aus. Alles, was besser ist als 4. 4, 3, 2, 1 ist gut. Okay, das, das kriegen wir hin. Ne? Also Sie müssen sehr fleißig sein. Die Hamburger Polizei setzt seit einiger Zeit verstärkt auf Bewerber mit Migrationshintergrund. Hamburg ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und wir wollen auch unseren Part dafür leisten, dass Integration zugelassen wird. Also ist es für Sami kein Hindernis, dass er ein Flüchtlingskind ist, sondern vielleicht sogar ein Vorteil? Ein Vorteil wird es für ihn irgendwann in seiner späteren Laufbahn sein, weil er natürlich in einigen Einsätzen Erfolg haben wird oder erfolgreicher sein wird, weil er gewisse Sprachkenntnisse und Kulturkenntnisse hat. Und es wird ihm den Zugang zu einigen Einsätzen erleichtern. Ich habe noch abschließend eine Frage. Diese Frage stelle ich oft meine Bewerber, damit ich sie auch noch mal besser kennenlerne. Okay. Warum möchten Sie Polizist werden? Mein Vater war auch ein Polizist. Und im Irak? Im Irak, ja. Und der hat viele Menschen geholfen. Und ich habe immer geguckt, wie er arbeitet. Ja. Und das hat mich interessiert. Herr Aziz, ich freue mich, dass Sie sich hoffentlich bei mir melden. Und dann sage ich einfach mal Rosh-Bash. Rosh-Bash. Was heißt Rosh-Bash? Tschüss. Tschüss. Rosh-Bash. Wunderbar. Wunderbar. Alles klar. Bis bald. Auf Wiedersehen auf Kurdisch. Und das bei der Hamburger Polizei. In der Wohngruppe wird Sami neugierig erwartet. Wie war's? Ja, war gut. Warum hast du keine Uniform an? Warum nicht? Ja, also. So schnell nicht? Ja, ja, wir arbeiten. Mal gucken, ich muss mehr arbeiten. Ja. Also mehr arbeiten. Mehr Gas geben in die Schule und so. Okay, sehr schön. Ja. Nach dem Polizeibesuch begleite ich Esan ins Hamburger Kulturzentrum Kampnagel. Hier spielen junge Flüchtlinge gemeinsam mit deutschen Jugendlichen im Theaterprojekt Sesu. Derzeit proben sie Szenen zu Krieg und Heimat aus dem griechischen Klassiker Odyssee von Homer. Odysseus ist tot. Der König ist tot. Und jetzt musst du einen von uns wählen. Ja, allen. Eine konzentrierte Probe, denn schon bald ist Premiere. Anna! Meine Heimat riecht nach gerösteten Kaffeebohnen. Ah, ich warte auf das Wiedersehen mit meiner Familie. Ja. Die jungen Flüchtlinge ergänzen die Texte von Homer mit ihren eigenen Erfahrungen von Heimatverlust, Flucht und Reise. Ich habe keine Heimat. Ich bin als ein Ausländer geboren und als ein Ausländer werde ich sterben. Was ist Heimat für dich? Heimat ist kein Ort für mich. Sondern? Meine Familie. Meine Familie ist meine Heimat. Aber die ist ja nun nicht da. Du bist ganz alleine in Deutschland. Ja,
Also bist du ohne das Gefühl von Heimat, ohne das Gefühl von Wurzeln hier? Genau. Ja, jetzt bin ich nicht in meiner Heimat. In welchen Momenten ist es für dich am schwierigsten, ohne deine Familie hier zu sein? Wenn ich die Leute draußen oder in irgendeinem Parkort sehe, dass die zusammen sind, eine ganze Familie, da sage ich ja, du hast auch solche Momente erlebt, aber jetzt nicht mehr, seit 3 Jahren. Und wen vermisst du am meisten? Meine Mutter. Meine Mutter. Und könntest du dir vorstellen, dass Deutschland mal irgendwann deine Heimat wird, dass du das sagen kannst, das hier ist meine Heimat? Das ist eine schwierige Frage. Wie fühlst du dich hier? Fühlst du dich wohl? Ja, besonders in Hamburg. Ja? Ja, ehrlich, ich liebe Hamburg. Die beste Warum? Stadt der Welt. Keine Ahnung, ich liebe da Hamburg. Die Leute, die alles, was hier gibt, besonders die Leute, ja. Die Leute sind alle nett. Ihsan ist glücklich über sein Leben in Sicherheit. Doch zugleich leidet er unter dem Verlust seiner Familie und seiner Heimat. Es hilft, nach vorn zu schauen und ein Ziel vor Augen zu haben. Der 12-jährige Mahmoud ist der Jüngste in der Wohngruppe. Was hast du gekocht? Was? Er ist erst seit ein paar Monaten in Deutschland. Meist ist er ein stiller Beobachter. Er hat wache Augen. Du gehst doch zum Kung-Fu-Kurs oder ja. so, ne? Ja. Und hast was gelernt? Jetzt kannst du mich, glaube ich, schlagen, oder? Ja. Jetzt bist du stark geworden. Och, nein, nicht schlagen. Komm, komm, komm. Was geht in Mahmoud vor? Um nicht an seinem Trauma zu rühren, frage ich Betreuer Mahi Kaldi. Er denkt ja ständig an seine Familie, aber er versucht das zu verheimlichen. Wenn er hier draußen spielt mit den anderen und so weiter, dann tut er, als ob er eine Ersatzfamilie hat. Dass Mahmoud in der Wohngruppe viel Geborgenheit und Zuwendung erfährt, kann ich immer wieder beobachten. Die Älteren hier sind sich seiner schwierigen Situation bewusst, helfen, wo sie können. Trotzdem bleibt es ein schwieriger Start in sein noch so junges Leben. Die 16-jährige deutsche Nathalie ist das einzige Mädchen in der Wohngruppe. Sie ist kein Flüchtling, sondern wurde hier aufgenommen, weil sie mit ihrer Mutter nicht zurechtkam. Nathalie hat gerade ihren Hauptschulabschluss gemacht und bewundert die Motivation, die ihre Mitbewohner an den Tag legen. Die versuchen wirklich alles hinzubekommen, dass sie hier einen Abschluss bekommen, dass sie Arbeit bekommen. Und das ist schon wirklich erstaunlich, sowas mit anzusehen, weil es gibt ja Deutsche, die sagen, dass sie, die haben Abschluss, aber die kriegen dann, kommen nicht mehr weiter. Und bei hier ist es so, die haben Abschluss und die versuchen wirklich alles. Also, suchen Arbeit, und das ist wirklich erstaunlich, sowas mit anzugucken. Das hört sich an, als ob du da großen Respekt vor hast. Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich versuche selber nach einem Ausbildungsplatz mich umzuschauen und ich komme nicht weiter. Und bei den Jungs dann sowas mit anzugucken, dass die weiterkommen, ist so, da denkt man auch so, ja, wieso kriege ich das nicht hin? Nathalie hat sich vor einem halben Jahr in ihren Mitbewohner Ali Reza verliebt. Seitdem sind die beiden ein Paar. Der 17-jährige Ali Reza macht gerade eine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Vor 3 Jahren ist er aus Afghanistan geflohen. Sein Vater ist gestorben, seine Mutter und seinen Bruder hat er auf der Flucht verloren. Aber wie ist das gekommen, dass ihr euch verloren habt? Das war das 2 Autos, dann die Schleuse hat uns gesagt, die sollen einfach getrennt werden, weil da im Auto kein Platz war. Deswegen hat mir Schleuser gesagt, in diesem Auto gibt es keine Platz. Du sollst mit anderem Auto fahren nach Griechenland. Dann irgendwann dann, wir waren unterwegs, dann im Auto, dann habe ich die Schleuser gefragt, wo meine Mutter ist. Er sagt, ich habe keine Ahnung, deine Mutter war mit anderem Auto. Ja. Und seitdem hast du sie nie wieder gesehen? Nein, seit 3 Jahren habe ich meine Mutter und meinen Bruder nicht gesehen. Ali Reza versucht seit 3 Jahren, seine Mutter und seinen Bruder über das Rote Kreuz zu finden, ohne Erfolg. Das ist ganz schwer. Ich habe auch keine Verwandte, dass ich frage. Und ja. Und ich bin auch hier ganz alleine, aber ist alles schwer.
Nathalie, wie gehst du mit dieser besonderen Situation um? Du hast ja deine Mutter noch. Du hast dich entschieden, dass du nicht bei ihr leben möchtest. Deswegen lebst du hier in dieser Wohngemeinschaft. Wie gehst du damit um, mit diesem besonderen Schicksal? Ja, also ich versuche ihm zu helfen, wo es geht. Also wenn er jemanden braucht oder so, dass ich für ihn da bin. Und ja, also ich finde das schon eben sehr traurig auch. Weil ich habe meine Mutter und ich kann ja, also es ist schon scheiße, also blöd, das zu, dann so sagen zu können, so ja, ich habe meine Mutter und er sucht sie. So, und das ist schon, ja, also es ist schon traurig. Jeden Mittwoch kommt Englischlehrer David Willenberg in die Wohngruppe in Hamburg-Ostdorf. Jungs, English side. Jetzt? Ja, jetzt. Hallo. Hey, hey. Moin. Wie geht's dir? Gut, gut. Ganz gut? Jawohl. Ganz gut? Jawohl. So we say, for example, the pen is short, but the table's... It's long. Long, very good, nice. All right, so what's this? What's this? It's a pencil. And what's this? Die Flüchtlinge haben den Unterricht selbst organisiert und David Willenberg lehrt hier ehrenamtlich. Ich komme hier, weil die eigentlich lernen wollen. Und das ist besser als manche meiner beruflichen Schüler. Und es ist schön, dass die so schnell lernen. Abi ist das nächste Ziel bei dir. Und ja. Danach, was möchtest du werden? Was ist dein Berufswunsch? Ich mache erst mein Abi, dann, wenn ich die Gelegenheit habe, dann mein Studium. Und was möchtest du studieren? Wenn die Schule mich annimmt, dann in Luftfahrtrichtung so. Luftfahrttechnik? Ja, Luftfahrttechnik. Wie stellst du dir dein Leben vor, sagen wir mal, der Esan in 10 Jahren? Wie lebst du? Was hast du? Wovon träumst du in 10 Jahren? Was glaubst du? Bis dahin möchte ich meinen Job haben und ein normales Leben. Und was ist ein normales Leben für dich? Wie stellst du dir das vor? Jetzt bist du hier in der Wohngemeinschaft mit vielen anderen Jugendlichen. Ja, normales Leben heißt für mich, dass ich meinen Job habe und daneben auch meine Familie. Vielleicht bis dahin gründe ich eine Familie und keine Ahnung, sowas. Und dabei auch die anderen Leute helfen, die Leute, die hier kommen, die genau wie ich sind, weil ich die einfacher verstehen kann. So ist das. Ich meine, wenn die Leute hier kommen und nicht wissen, was die machen sollen oder so, dann kann ich denen einfacher helfen, weil ich auch dieselbe Erfahrung habe, weil ich alles erlebt habe. Im Jahr 2014 stellten rund 4.400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einen Antrag auf Asyl in Deutschland. Wenn sie so aufgenommen werden wie hier, haben sie eine gute Chance, sich bei uns ein neues Leben aufzubauen. Denn niemand verlässt seine Heimat und seine Familie ohne Grund.